Man sieht, es sind seine Einwirkungen aus dem Flugzeug. Eine hyperlichtige Modellfluggruppe, die sind überall anzutreffen. In Vielzahl, die fliegen etliche Modelle, meistens in Showrock, in großen Mengen vor, sind einfachere Modelle, sind sogenannte Schaumwappen, aber wie Sie sehen, das ist wer es interessiert fürs Technische, die TT21, die hat ja Elektro, man hört sie kaum. Und die werden betrieben mit einem Lipo-Akku, das ist ja heute möglich, mit Telefons-Akku. Die haben eine Irrsinnsenergie und diese 21 werden betrieben mit 6S-Akku. Wunderbares Flugbild. So muss es sein. Bravo Hans und Bravo Rikisberg. Bravo! Das hat funktioniert mit diesem Pizza-Kopf. Mal, was die NBF hat. Vielleicht bin ich draußen gefahren. Macht sich jetzt zum Anflug bereit, ist im Base und ich hoffe, er macht eine gute Landung. Und er beruht 100 Tonnen Treibstoff, die man damit führen hat müssen. Der Flüger braucht doch ziemlich viel Benzin, aber wenn ihr sagt, es wird sehr, ich sage,
wo heute immer mit drei ist und konsequent an diesen drei Schreibwerken, zwei an der Fuß und eins am Seitenleiter. Wunderbar, sehr schön aufgesetzt. Vielen Dank für die Folie. Wunderschön, sehr tief. Ich darf schon mal den nächsten Piloten mit seiner Maschine ankündigen. Hier im Vorbereitungsraum, wie gesagt, schiebt sich das immer eins ins andere. Ah ja, die Kunden kommt gleich gelandet, Fahrwerk draußen, Waffen draußen. Sauber ausgeschrieben, schwer auf den Abfahrwerk ausgeschrieben, die Waffen draußen. Meine Sorge, herzlichen Dank, wie gesagt, Dauergas, das Mittelcenter, das Gelände, wie gesagt. Dass ich sehr gut daran speichern kann, dass es perfekt übergebracht wird und mit den Piloten reden, wenn es auch läuft. Vielen Dank, Marc, und auch für deinen Einsatz. So, und da haben wir auch gelandet. One, 21, 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
Kollegen. Jawohl. Eine Propellermaschine bekommen, die wir 5 Kilo haben, von einer Spannweite von 2,74 Meter. Relativ weit, man kommt knapp 14.000 Kilometer. Das langt also sehr gut. Gerade so. Der Pizzabi hat den Flüger gebaut, pilotiert von Michael Breuer. Er ist ein sehr guter und sehr erfahrener Pilot. Er fliegt teilweise auch den Airbus 380, von dort ist da. Oder natürlich auch seine selber konstruierte Concorde. Wunderbar, herzlichen Applaus, wie er das pilotiert, der Michael. Nicht mal seine eigenen Gefühle. Sehr schön. Raus, ja, seht ihr, der Wald, der ist ja noch näher als man denkt. Da mit einem Flugzeug, der so eine riesige Spannweite hat. Landet bei ungefähr 260 km pro Stunde. Ich schätze jetzt das Modell, wir werden heute bei 80 bis 100 km pro Stunde einsetzen. Die letzte Stunde, die ich jetzt einen 500er machen kann, für einen 400er, ist San Francisco Sydney non-stop. Natürlich nicht mit dem richtigen Airliner, wo man unglaublich lange Zeit hat für eine Landevorbereitung. Braucht ein Modell natürlich einen kurzen Anflug. Und ihr seht, wie er das macht. Perfekt im Kreis rein und perfekt aufgesetzt. Wunderbar. Die gehört mit ihren knapp über 2 Metern schon zu den kleineren. Das bedeutet, wenn man hier einen Turbinenantrieb gebaut hat,
Die Flächenbelastung, also das Verhältnis zwischen Gewicht und Tragen der Fläche des Modells, wird schlechter. Daraus resultiert eine sehr starke Wandergeschwindigkeit. Hier hätten wir natürlich optimal gegeben, da sie ja normalerweise für den genannten Fall verwendet ausgesprochen angehen, wieder so wie Ihnen zählt. Das Gelände, das ganze das Gestänge in der Mitte, wo oben der Schiebebolzen drauf ist. Und das ist ja beides mit Gewinde. Und in beiden Seiten Gewinde ist total am Arsch. Da ging der Schiebebolzen in Runde. Ganz rein. Dann kam es halb raus. Und das nächste ganz rein. Und dann kam es das nächste. Ja, die waren absolut miteinander verbunden.
sind aber irgendwo in das Milo- oder militärische frühere Berufsleben verankert. Er muss an den leichten Gangwind, das ist ein Seitenwind, nicht schlecht, in Ordnung. Er ist jetzt auch im Anflug, man merkt, es schwankt ein bisschen, will er richtig auch. Wunderbar, wie er die Maschine runterbringt, herzlich am Gas. Und jetzt ist er auch Ich bin der Meinung, dass die Menschen, die in der Welt leben, 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 die in der Welt leben